Hallo, willkommen zurück im Lammrennen. Hier ist Geshe Michael Roach. Woran denkt wohl diese Frau? Auf geht's zum tibetischen Text des Lammrennen. Es bedeutet, wenn du darüber nachdenkst, ich denke, wir können es gemeinsam spüren, wirklich an ein vergangenes Leben zu glauben, ist schwierig. Es ist einfach nur schwierig. Wir verheddern uns in diesem Leben, wir konzentrieren uns auf dieses Leben und dieses Leben ist so geschäftig und es passiert so viel und es ist so greifbar, es ist hier, wir können es nicht leugnen. Und dann fragt jemand, nun hattest du ein früheres Leben? Und du sagst, schau, vielleicht, ich habe jetzt echt keine Zeit, drüber nachzudenken. Und ich denke, wir alle, wir vermeiden schwierige Ideen. Wir denken nicht gerne über Dinge nach, die schwer zu verstehen sind. Also ich denke, die meisten von uns vermeiden diese Frage, hatten wir ein früheres Leben? Und ich muss sagen, dass Dharmakirti bewiesen hat, dass es ein vergangenes Leben gab. Es war ein schwieriger Beweis, es gab verschiedene Teile davon, aber der Grundgedanke ist etwas, worüber man nachdenken sollte. Denn dem Buddhismus nach und ehrlich gesagt, der Wahrheit entsprechend, kann Leben nicht aus dem geschaffen werden, was nicht lebendig ist. Das Leben kann nicht aus einer Ursache entstehen, die dem Leben nicht ähnlich ist. Man bekommt keine Äpfel aus Ananas. Das ist nicht so gut. Also Bananen aus Reis. Es passiert nicht. Und du bekommst nicht das Wahrnehmen eines Bewusstseins von etwas anderem als Bewusstsein. Das ist im Wesentlichen die ganze Sache. Das ist im Wesentlichen die ganze Idee, was Dharmakirti sagte. Und es war so schwierig, dass wir es vielleicht nicht gespürt haben, ist, dass man keinen Stein nehmen kann und ihn lebendig macht. Leben, da ist lebendiges Fleisch. Und Fleisch ist von Leben erfüllt und dieses Fleisch kommt von Chemikalien. Aber der lebendige Teil im Fleisch kommt von Leben. Und deshalb müssen wir schon Leben gehabt haben, bevor wir in diesem Leben gezeugt wurden. Alles klar. Also wir werden, wie heißt es? Und da, hier sehen wir die junge Frau, die Schwierigkeiten hat, darüber nachzudenken. Toka heißt, schau, es ist schwierig. Und denk dran, es hat damit zu tun, Leerheit zu sehen. Es ist auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad wie Leerheit zu sehen. Es ist schwierig zu denken, woher bin ich gekommen? Dieses Rigpa, in Wirklichkeit habe ich es korrigiert und dann zurückgenommen. Also dieses Rigpa bedeutet dein Gedankenstrom. Es bedeutet hier nicht Logik oder klares Denken, das ist Rigpa. Du musst beweisen, es bedeutet, du musst beweisen, dass dein Verstand keinen Anfang gehabt hat. Du kannst keinen Anfang bestimmen. Yata Tugme bedeutet, dass Tugme heißt, dass du niemals einen Anfangspunkt finden wirst. Yata bedeutet, wenn du den ersten Moment des Bewusstseins suchst, den ersten Moment von Michaels Bewusstsein in der Geschichte, wirst du ihn nicht finden. Und nochmal, sieh dir das Gesicht dieser Frau an. Und das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten. Und es ist schwierig. Es ist einfach nur schwierig. Und was ich gelernt habe in einem langen Leben, ist, dass, wenn es schwerfällt, Dinge zu verstehen, da musst du innehalten. Und du musst dich bemühen zu verstehen und du musst innehalten. Ich studiere oft Schriften und ich arbeite sehr, sehr hart daran und ich habe mir über viele Jahre angewöhnt, und das hat mir mein Lehrer beigebracht, du hörst einfach auf und du findest es heraus. Du überspringst es nicht und du gehst nicht drüber hinweg. Und wenn es 3 Tage braucht, um es herauszufinden, dann nimmst du dir 3 Tage, weil es wichtig ist. Teringisem bedeutet dein Geist heute. Kasangisem bedeutet dein Geist von gestern. Yin bedeutet, es ist der Plus. Deine gegenwärtigen Gedanken sind der Fluss oder Strom deiner gestrigen Gedanken.
Und die Gedanken von gestern sind Kanyin. Kanyin bedeutet Kenyimba im umgangssprachlichen Tibetisch, der Tag vorgestern. Okay? Also die Gedanken von gestern sind die Fortsetzung des Flusses der Gedanken des Vortages. Yimba Nesung bedeutet, du kannst es zurückverfolgen. Du kannst zurückkehren zum Geisteszustand, den du hattest, kurz nachdem du aus dem Schoß deiner Mutter gekommen bist. Vergiss nicht, im Buddhismus gibt es zwei Arten von Geburt. Das eine ist, dass der hier, wenn du aus dem Moment, der Moment aus dem Schoß deiner Mutter kommst, aber technisch gesehen ist im Buddhismus der Moment der Empfängnis, der Anfang der Geburt, dieser Wiedergeburt. Also, wenn du zurückgehst zum Geisteszustand, den du hattest, an dem Tag, an dem du aus deiner Mutter im Krankenhaus herausgekommen bist, das ist, was du heute denkst, lässt sich zu dem Geisteszustand zurückführen, den du hattest, gleich nach deiner Geburt, im Moment der Geburt. Aber du kannst das auch zurückführen zu dem Verstand. Dieses Shuk ist die Vergangenheitsform von Juk. Das bedeutet, als du in den Schoß deiner Mutter eingetreten bist. Also der Geisteszustand, den du hattest, an dem Tag, an dem du aus deiner Mutter im Krankenhaus herausgekommen bist, die Wirklichkeit, der sich fortsetzende Fluss des Verstandes, der in den Schoß deiner Mutter vor 9 Monate und 10 Tagen zuvor gekommen ist. Du kannst deine Gedanken zurückverfolgen zu, alle Wissenschaftler würden zustimmen, alle Westler würden zustimmen, dass du deinen Gedankenstrom zurückverfolgen kannst zu dem Moment, in dem du in den Schoß deiner Mutter gekommen bist. Wenn du vorher existiert hast, das wird debattiert, aber niemand würde sagen, dass man dieses Bewusstsein nicht bis zum Mutterleib zurückverfolgen kann. Tokma bedeutet Anfang, Ta bedeutet vorderes Ende, also das vordere Ende deiner Leben, deiner Wiedergeburten, Tame. Du kannst nicht auf einen bestimmten Moment deuten, in dem du angefangen hast, in dem deine Leben in diesem Kreis begonnen haben. Der Name für dieses Leben ist Samsara, was ein Kreis bedeutet. Und das bedeutet, sobald du ein Leben beendest, nimmst du ein anderes Leben auf und dann nimmst du ein anderes Leben auf und das ist ein Kreis. Go, dieses Go wird Ango geschrieben, was nicht Kopf bedeutet. MGO bedeutet Kopf. Dieses Go bedeutet beginnen. Also Go Tsomba bedeutet, du kannst nicht auf einen bestimmten Punkt in der Zeit deuten, in der Geschichte und sagen, das war der Anfang meines Geistes. Du wirst ihn nicht finden können. Übrigens, dieses Finden ist das gleiche Verb, das wir verwenden, wenn du ein Objekt suchst, das nicht von dir kommt. Wenn du von den zwei Ehemännern in der Küche sprichst. Und du versuchst, einen Ehemann zu finden, der nicht von dir kommt, das heißt Nye, dasselbe Verb. Du kannst versuchen, es zu lokalisieren, das heißt Nye. Du kannst einen Ehemann suchen, der nicht von dir kommt, aber du wirst ihn nicht finden. Und du kannst dich auf die Suche nach einem ersten Moment deines Bewusstseins machen, aber du wirst ihn nicht finden. Deswegen, weil es keinen Anfangspunkt des Flusses deines Geistes gibt, daher gibt es keine erste Geburt, die du jemals hattest. Denn wenn es keinen Anfangspunkt des Flusses gibt oder des Stroms deiner Gedanken, dann gibt es auch keine erste Geburt. Und das ist eine alte Beweisführung, die ich viele Male beschrieben habe, aber ich wurde in der Schule erzogen, als ich in der Schule unterrichtet wurde, da wurde uns beigebracht, dass alle Dinge einen Anfang haben sollten. Und dann lehren sie uns den Urknall, oder?
Und, aber wenn du genau darüber nachdenkst, die Idee eines ersten Anfangs ist unlogisch, nicht logisch. Und es ist bequem für uns, weil wir damit aufgewachsen sind. Oft, wenn du Menschen lehrst, dass Samsara keinen Anfang hat, ist es für sie unangenehm, wenn sie in der Schule etwas anderes gelernt haben, als sie Kind waren. Aber wenn du sagst, schau, du bist kein Kind mehr, du bist jetzt erwachsen, du musst selbst drüber nachdenken. Ist es sinnvoll, dass alles eine Ursache hat, außer der ersten Sache von allem? Das macht keinen Sinn, komm schon. Und wenn du dann erwachsen bist, musst du diese Idee aufgeben, dass ein Anfang logischer ist. Denn es ist nicht logischer, es ist unlogisch. Es ist unlogisch, dass etwas, das 68 Jahre lang im Bus ist, einen Anfang haben sollte, wo es keinen Fluss gab. Das macht keinen Sinn. Du kannst beweisen, dass es keinen Anfang gibt für deinen Gedankenstrom. Und wenn du beweist, dass der Fluss oder der Strom deiner Gedanken oder deines Bewusstseins nie einen Anfang hatte, dann im Umkehrschluss beweist du, dass du nie zum ersten Mal geboren wurdest. Du hattest nie eine erste Wiedergeburt. Daher gibt es keinen Anfangspunkt für den Prozess deiner Geburt. Sterben, geboren. Es gibt keinen Anfang. Ich mag dieses Bild. Ich habe versucht, es ist Teil meines Jobs, bei der Vorbereitung des Lamrims, Bilder zu finden. Abbildungen, die helfen können, dass du dich an diese Ideen erinnerst. Und nochmal, dies sind Idims, Ideenbilder. Und es ist gut für dich, denn traditionell im Lamrim solltest du es dreimal nacharbeiten. Gleich nachdem du nach Hause kommst, nachdem du dir dies angehört hast, solltest du deine Augen schließen und alles überdenken. Dann, am selben Abend, solltest du es nochmal überdenken. Und dann, am nächsten Morgen, solltest du es nochmal überdenken. Und ich versuche, Fotos oder Bilder, die dir beim Rückblick helfen. Eine einfache Möglichkeit, das Lamrim zu verinnerlichen, was du solltest, wenn du willst, dass es deinen Geist beeinflusst, ist eine tolle Sache, die Bilder durchzugehen, die ich euch zeige. Wenn du die Klasse beendest und direkt danach schau die Bilder an, erinnerst du dich, woran, was das Bild darstellt? Pau, was repräsentiert das Bild dieser Frau, die so macht? Oder Gelse, Venerable Gelse. Wieso macht sie das? Das war das erste Bild heute. Ja, sie versucht zu verstehen, vergangene Leben. Hatte ich ein früheres Leben oder hatte ich kein früheres Leben? Und sag nicht, du hättest es leicht rausgefunden, denn dann hast du es nicht leicht rausgefunden. Es ist schwierig. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Also, wenn du dieses Bild siehst, möchte ich, dass du darüber nachdenkst. Also, das Bild, über das ich jetzt rede, ist das hier. Ich weiß nicht, es ist ein Ozean, sowas mit einem Ouroboros. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Ouroboros. Jedenfalls, diese beiden Bilder mag ich. Ich habe die beiden zusammengestellt. Die Schlange, die ihren Schwanz frisst, ich weiß nicht, wie man es heißt, ist ein Ouroboros. Und es repräsentiert einen Kreislauf, der sich selbst fortsetzt. Ein Kreis. Ein Ende, das zu einem Anfang wird. Kannst du das Bild weiterlassen? Ich möchte drüber sprechen. Danke. Ich denke an das Wasser im See, wie es im See ist. Und dann verdunstet es und dann wird es zu einer Wolke. Und dann fliegt die Wolke heraus und verwandelt sich in Regen. Der Regen fällt in den See und es ist ein Kreislauf. Ähnlich der Schlange, die ihren Schwanz frisst. Übrigens mag ich Sprachen und habe nachgeschaut, was der Ursprung von Ouroboros ist. Ouroboros, okay. Und es ist sehr interessant. Boros bedeutet Essen. Und es hat einen großen Wortstamm im Russischen. Boritsa bedeutet mit dem Schwert kämpfen. Und Boris kommt davon, weil es ein Schwertkämpfer ist.
Boris bedeutet mit Schwertern kämpfen und Dinge zerhacken. Und Oro kommt von Oros, das so Ars, also Hinterteil wurde. Okay, das fand ich so süß. Also Hinternfresser oder Zerhacker. Hinternzerhacker mit deinen Zähnen bedeutet die Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst. Und ich finde, es ist ein nettes Bild, ein irisches Bild für Dinge, die sich selbst fortsetzen. Ein sich selbst fortsetzender Zyklus. Und ich denke, es ist ein perfektes Bild dafür. Da auch der Regen zu sehen wird, Seen werden zu Wolken und Wolken werden zu Regen. Okay? Dena, therefore, es gibt einen Witz, als ich versuchte, in eine tibetische Klasse zu kommen, als ich erst mit Tibetisch anfing, wollte mich der Lehrer in der Klasse haben, aber da gab es diesen Verwalter an der Hochschule, der nicht wollte, dass ich in der Klasse bin, also haben sie vereinbart, dass sie mich testen würden mit tibetischen Wörtern, um zu sehen, ob ich die Klasse besuchen könnte. Also ging ich zum Test und ich war sehr nervös, denn ich konnte nur 5 Wörter ungefähr. Und der Typ, der mich in der Klasse haben wollte, sagte, okay, was heißt Ama und Apa? Habe ich gesagt, Mama und Papa? Und er sagte, richtig, du bist in der Klasse. Und der andere Typ war echt genervt. Okay, das bedeutet, schau, du hattest eine Ama, eine Mutter in diesem Leben. Jetzt sagt er, okay, $50 Frage für die fortgeschrittenen Schüler hier im Raum. Er sagte, mit Bezug auf die Geburt aus dem Mutterleib und das Schlüpfen aus einem Ei, warum sagt er das? Bezogen auf die Geburt aus dem Mutterleib und Geburt aus dem Ei. Du kannst sagen, dass beide von einer Mutter kommen. Ja, gut, ja. Wie viele Arten von Geburten gibt es insgesamt? 4. Und dem Buddhismus zufolge, und übrigens ist es eine der ersten Unterweisungen des Buddha, und es ist ein großer Teil der ersten Drehung des Rades, dass es 4 Möglichkeiten der Geburt gibt. Was gibt es noch? Ja, wenn Moskitos aus dem Wasser, warmem Wasser geboren werden, warmes Wasser, Tische, weil sie nicht wussten, dass Eier drin waren, denn sie waren zu klein, um sie zu sehen. Und was ist das andere? Stick hier in einem Lotus, so, oder wie Patanjali, er wurde in den Händen seiner Mutter geboren. Es ist also interessant, Pabonka war ein großartiger Debattierer, obwohl er ein sehr sanfter Mensch war und ein sehr gütiger Lehrer. Er war nicht so ein arroganter Debattierer, aber er geht auf Nummer sicher in Bezug auf 2 Arten der Geburt. Du musst Amare haben. Re bedeutet jede. Zu jeder Geburt muss es eine Mutter geben. Jede Geburt muss eine entsprechende Mutter haben. Das Re ist also sehr wichtig hier. Güppe, du musst. Daher, wenn du eine Geburt hast, auf eine dieser beiden Arten, aus dem Mutterleib oder Ei, musst du jeweils eine Mutter haben. Amachi Güppe. Und übrigens, in einer Debatte, wenn du zustimmst, ist es wie bei einem Schachspiel. Der Kerl wird dich aufstellen und am Anfang wird er sehr unschuldig aussehen, er wird einen Bauern bewegen und dann merkst du plötzlich, dass du schon in die Falle getappt bist mit den ersten 2 oder 3 Zügen. Und in einer Debatte sagst du also, okay, wenn man aus einem Mutterleib geboren ist, braucht jede Geburt eine Mutter, oder? Für jeden nur eine, richtig? Und dann bist du schon unzähligen Müttern verpflichtet. Nur jeweils eine, richtig? Ja, okay. Eine. Ich habe damit kein Problem. Wenn du 100-mal zur Welt kommst, dann musst du Magier haben. Was heißt das? Du musst 100 Mütter haben. 100 Geburten, 100 Mütter. Hey, du hast zugestimmt, 1:1.
Ja, wenn du 1000 Wiedergeburten hast, hast du 1000 Mütter. Daher, Tanme Ge. Es muss so sein. Du kennst das Chang von Changkhya, die Zahl. Sie muss unzählig sein. Doppelte Verneinung. Das erste Ma ist Mama. Jetzt gibt es zwei Negative. Was bedeutet das? Ma me. Es gibt niemanden, der nicht deine Mutter war. Es gibt keine Möglichkeit, dass jemand nicht deine Mutter war. Du hast zugestimmt, 1:1. Eine Geburt, eine Mutter. Unzählige Geburten, unzählige Mütter. Deshalb war jeder deine Mutter. Ich mag dieses Bild. Ich nenne es, das sind einfach die Möglichkeiten. Ich habe dieses Foto gefunden. Es gefällt mir. Die Zahlen kommen aus den Händen dieses Typen. Und es ist einfach Mathematik, okay? Bist du damit einverstanden, eine zu haben? Bist du auch der Meinung, dass du, um einmal geboren zu werden, eine Mama bist? Ja, ich stimme zu. Alles klar, du stimmst unzähligen Müttern zu. Jeder war mal deine Mutter. Es ist nur Mathematik. Es ist nicht Buddhismus, es ist nur Mathematik. Okay. Jetzt beginnt Pabongka, die natürlichen Einwände darzulegen, die in deinem Geist gegen diese Ideen auftauchen. Also in der Minute, in der ich frage, gibt es eine Mutter für jede Geburt? Hattest du unzählige Geburten? Ja. Hast du denn unzählige Mütter? Nein. Und dann sagt er, aber du musst. Und du sagst, nein, nein. Geshe-la, der Buddhismus sagt, dass Lebewesen unzählig sind. Lebewesen sind unzählig. Okay, ich verstehe 1:1, ich verstehe. Aber wie viele für unzählige Lebewesen sind unzählig? Wie kann jeder meine Mutter sein? Alles klar. Und dann wird er, statt die Frage zu beantworten, erledigt er den Typ mit mehr Informationen. Er geht tiefer. Er sagt, schau, vergiss die Frage. Lass uns über verschiedene Arten von Wesen sprechen, okay? Schau, du hattest vielleicht viele Mütter. Du möchtest lieber nicht unzählige sagen. Es ist mir egal, es ist in Ordnung. Aber, Chirag, hier ist Chi Chirag, richtig? Am Beginn des Satzes ist Chi mit einem R und dann Chirag. Also Chi bedeutet im Allgemeinen, ja, du hattest viele Mütter, aber lass uns speziell über wilde Tiere reden. Das bedeutet wilde Tiere, Tiere der Wildnis, der freien Wildbahn. Zum Beispiel Shawa, ein Reh, Gora, eine Antilope, Busin bedeutet Käfer, Insekten, Ameisen, Grashüpfer, Hüpfer. Also die vielen Male, in denen du einen Grashüpferkörper hattest, sind unzählbar. Wie sagt man Grashüpfer auf Spanisch? Ich bin neugierig. Saltamontes. Saltamonte. Cool. Was ist Salta? Springen. Springen? Bergspringer? Okay, cool. Saltamontes. Also du bist ein Saltamontes gewesen. Allein die Male, in denen du ein Grashüpfer warst, kein anderes Wesen, nur ein Grashüpfer, ist auch zahllos. Vergiss die menschliche Wiedergeburt. Nur die Male, in denen du ein Grashüpfer warst, war unzählig, Saltamontes. Und die verschiedenen Arten von Lebewesen sind zahllos. Verschiedene Spezies sind zahllos. Deshalb, unter diesen unzähligen Arten hast du unzählige Geburten gehabt in jeder der unzähligen Arten. Also wie viele Geburten sind das bitte? Unzählig mal unzählig? Daher hast du mehr Geburten gehabt als die Anzahl der Lebewesen im Universum.
weil sie jetzt nur in einer Lebensform sind. Aber du musst das mit unzähligen Malen multiplizieren. Also sag mir nicht, Geschila, es gibt unzählige Wesen im Universum. Stimme zu, aber vergiss nicht. Jedes unzählige Wesen hatte unzählige Wiedergeburten als dieser Grashüpfer. Das ist unzählig mal unzählig mal unzählig. Also erzähl mir nicht, dass sie nicht deine Mutter waren. Das ist irgendwie cool. Und jedes Mal, wenn du als Grashüpfer geboren wurdest, wenn wir hier einen Käfer haben, wir haben einen Wurm hier, das ist ein Bild von einem Wurm. Ich denke an Würmer, weil es Frühling ist und ich arbeite in meinem Garten und versuche, die Würmer nicht zu verletzen. Man sagt, sie überleben, wenn man sie durchschnallt. Jede Hälfte überlebt und wird zu einem Wurm. Aber ich denke mir, möchte ich halbiert werden? Dann sage ich mir, nein. Also versuche ich, es zu vermeiden. Versuche, ihnen zu helfen. Und dann, du hattest unzählige Wiedergeburten nur als Wurm. Du hattest unzählige Wiedergeburten nur als Wurm. Nicht nur ist jedes Lebewesen deine Mutter gewesen, sondern sie sind unzählige Male deine Mutter in jeder der unzähligen Lebensformen gewesen. Also ist jeder deine Mutter als Wurm gewesen, unzählige Male. Und dann multipliziere das mit der Anzahl der verschiedenen Lebensformen, die es gibt. Und so viele Mütter hast du gehabt. Genau. In Ordnung? Dann zitiert er ein sehr schönes Buch von Nagarjuna. Das ist eines der beiden Bücher, die ich einem Freund schenken möchte, weil es ein extrem wertvolles Buch ist. Und es ist wahrscheinlich das erste Lam Rim. Und das ist Brief an einen Freund, Sur Lekha. Genau genommen ist es Sur Har Lekha, das D wird zum L. Sur bedeutet gutes Herz und Lekha bedeutet eine Epistel. Das kommt von Lekha, was etwas einritzen bedeutet. Und bedeutet Brief an einen Freund. Nagarjuna hat einen Brief an einen König geschrieben, namens Udayabhadra, wenn ich mich nicht irre. Das wäre ein toller Text zum Übersetzen. Mai Tukta bedeutet, die ultimative Anzahl der Mütter, die du hattest, zu bestimmen. Das könnte illustriert werden durch Gyashuki. Das bedeutet ein Wacholderbaum und wir haben Zehntausende davon hier. Und ich mag sie, weil ich finde sie wunderschön und jeder bekommt von ihnen Allergien, aber okay. Siku bedeutet eine kleine Kugel, die du machst, wie eine kleine Kugel, wie wenn du Schlamm nimmst und eine kleine Kugel daraus machst. Das wird Siku genannt. Lass uns die Aussage von Nagarjuna anwenden. Und diese Aussage von Nagarjuna ist, dass wenn du dich hinsetzt und du auf dem Boden sitzt wie ein Kind an einem regnerischen Tag und du machst kleine Schlammkugeln von der Größe einer Wacholderbeere, wie lange wird es dauern, bis dir der Planet ausgeht? Okay. Wie lange wird es dauern, bis dir der Planet ausgeht? Und Pabongka Rinpoche sagt, es gibt eine Tradition, dass du es nicht so zählst, wie es klingt. Du sagst nicht, das ist meine Mutter, diese Person war meine Mutter, diese Person war meine Mutter, diese Person war meine Mutter. Und dann am Ende des Planeten hast du alle gezählt. Er sagt, das ist nicht der Punkt. Der wahre Punkt ist, die erste Kugel, die erste Wacholderbeeren große Schlammkugel ist diese Mutter in diesem Leben.
Und dann gibt es die Mutter dieser Mutter, und dann gibt es die Mutter jener Mutter, und dann gibt es die Mutter. Es ist also exponentiell, er sagt, es ist die wahre Aussage. Denn es gibt ein Ende der Wacholderbeeren großen Kugeln auf dem Planeten, aber es gibt kein Ende, wenn man es exponentiell betrachtet. Wenn wir diese Aussage von Nagarjuna anfassen, um den mündlichen Überlieferungen und dieser Aussage herum zu entsprechen, das bedeutet mündliche Überlieferung. Wenn wir diese Schlammkugeln machen, so groß wie Wacholderbeeren aus dem ganzen Planeten, Rangi Zedima, und dann sagen, diese hier ist meine Mutter in diesem Leben, und die zweite Kugel ist meine Mutter im vorherigen Leben, und eine dritte Mutter ist die Mutter, die ich im Leben vor dem vorherigen Leben hatte. Und dann, wenn du diese Kügelchen, das bedeutet, wenn du sie auf einen Haufen legst, du würdest zu einem Ende kommen, nicht wahr? Der Planet würde, der Dreck auf dem Planeten würde dir ausgehen. Aber das bedeutet hier ein Hundertstel oder ein Tausendstel. Es würde nicht ein Zehntel von 1% der Mütter darstellen, die du hattest. Dir würde der Planet ausgehen und du würdest nicht mal 0,001 der Mütter erreichen, die du hattest. Daher, Dangwa bedeutet ausreichend sein. Das bedeutet, haben wir genug Milch, um allen Menschen Tee zu geben? Und er sagt, du würdest nicht genug Kugeln haben, um alle Mütter darzustellen. Sie würden dir ausgehen. Wenn nicht jedes Lebewesen im Universum deine Mutter war, unzählige Male, dann geht die Rechnung nicht auf. Die Rechnung geht nicht auf. Die Mathematik ist seltsam. Wenn nicht jedes Lebewesen deine Mutter gewesen ist, nicht einmal, sondern unzählige Male, In diesem Lamrim-Abschnitt musst du bei den Mars aufpassen, denn im Allgemeinen bedeuten sie nicht, aber hier meinen sie Mutter. Aber einige davon bedeuten nicht, also musst du aufpassen. Okay, also hier. Jedes Lebewesen ist deine Mutter gewesen und jedes war schon unzählige Male deine Mutter. Du kannst nicht sagen, dass es einen Körper gibt, eine Lebensform, den du noch nicht hattest. Es gibt keinen Körper einer Lebensform, in dem du nicht gewohnt hast. Du hast dir den Körper jeder Art von Insekten angezogen, jeder Art von Wal, jeder Art von Vogel, jeder Art von Bakterien, jeder Art von Covid-Virus. Du warst es. Und es gibt keine Zahl, keine Zählung, wie oft du jeden der verschiedenen Körper angenommen hast. Dann fragt er, willst du tiefer einsteigen? Wollt ihr tiefer gehen? Okay, sagt er, okay, du warst unzählige Male jeder Art von Käfer. Und es gibt nicht genug Mütter, um deine Mutter für all diese Käfer zu sein, außer wenn es jeder im Universum gewesen ist. Die Rechnung geht nicht auf. Außerdem, Deang, darüber hinaus, lass uns nur über die Male reden, in denen du als Mensch geboren wurdest.
Du kannst nicht auf einen Quadratmeter auf diesem Planeten zeigen, auf dem du nicht geboren worden bist, genau auf diesem Quadratmeter. Du kannst nicht auf einen Quadratmeter in irgendeinem Land auf der Erde, dieser Welt zeigen, auf dem du nicht geboren worden bist. Und tatsächlich, ich weiß nicht, nimm irgendeinen Ort in Guadalajara. Wir haben über all die Gegenden gesprochen, richtig? Also die Ecke an der Straße, in der Aldo wohnt. Auf diesem Meter, da bist du schon unzählige Male geboren worden. Du bist auf diesem Planeten unzählige Male geboren worden. Osten, Westen, Norden, egal welche Richtung, egal welches Land, welches Länder, es gibt keinen Quadratmeter, an dem du noch nicht geboren worden bist. Und übrigens, diese Welt besteht erst, ich weiß nicht, Milliarden Jahre oder so, es spielt keine Rolle. Er redet über den Boden, auf dem du geboren wurdest. Du wurdest unzählige Male auf diesem Boden geboren und dieser Boden ist unzählige Male zu anderen Planeten gewandert. Die Welten, auf denen du geboren worden bist, sind unzählbar. Die Anzahl der Planeten, auf denen du unzählige Male geboren worden bist, überträgt die unzähligen Wesen. Deswegen warst du unzählige Male jedermanns Kind. Ich habe diese kleinen Bilder gemacht. Seid ihr bereit? Ich mag dieses niedliche kleine Bild unserer Welt. Irgendwie habe ich das hier mit Tieren drauf bekommen. Das ist süß. Ich lese auch gerne Science Fiction. Ich lese gerade ein Science Fiction Buch über eine Reise zu Sirius, was meine nächste Reise ist. Das ist ein Stern, der nicht zu weit weg ist, ein blauer Stern. Es ist Perro, richtig? Der Hund. Und ich habe versucht, die Sterne einzufügen. Stellt euch also vor, die Welt befindet sich auf jedem Stern. Und stell dir vor, dass du in jeder Ecke jedes Planeten geboren worden bist. Jedem Quadratmeter jedes Planeten. Nicht nur, dass jeder deine Mutter gewesen ist, jeder ist deine Mutter allein in deiner menschlichen Wiedergeburt gewesen. Daher, es ist also egal. Es ist egal, was sie jetzt sind. Insekt, Virus, Elefant. Denk drüber nach. Denk einfach drüber nach. Dann ist es interessant, sagt er. Schau, wenn du all diese logischen Schlussfolgerungen machst, die ich dir über Mütter beigebracht habe und du verstehst es nicht, das ist süß. Er sagt, okay, alles, was ich dir heute beigebracht habe, vergiss es. Okay, wenn du es nicht verstehst, verstehst du es nicht. Was soll's? Okay, ich habe einen anderen Ansatz. Dann sagt er, lässt die Hände fallen und sagt, verdammt nochmal, ich fange an zu zweifeln, ob ich überhaupt in diesem Leben eine Mutter hatte. Okay, du verstehst nicht nur nicht, was ich dir zu sagen versuche, sondern du fängst auch an deiner eigenen Mutter in diesem Leben zu zweifeln. Er sagt, geh zurück zur Mutter in diesem Leben. Du verstehst diese ganze Logik nicht, es ist zu kompliziert für dich und macht dir Kopfschmerzen, zu verworren. Okay. Lass uns zu den Grundlagen zurückkehren. Geh nur zurück zu deiner Mutter in diesem Leben, okay? Du hattest deine Mutter in diesem Leben, richtig? Du kannst dir vorstellen, vielleicht ist sie noch am Leben. Kommen wir einfach darauf zurück. Wenn diese Meditation dir zu viel wird, dann geh zurück. Geh zurück zu deiner Mutter in diesem Leben. Du kannst dich an ihr Gesicht erinnern, an schöne Dinge, die sie für dich getan hat. Gehen wir einfach zurück zu deiner Mutter in diesem Leben. Dann
Konzentriere dich auf sie, dass sie die Mutter in deinem früheren Leben war. Also versuch nicht zu denken, dass alle Lebewesen deine Mutter waren. Du hast schon eine Verbindung zu deiner Mutter in diesem Leben. Also nutz diese Verbundenheit. Vergiss die anderen Lebewesen, vergiss alle Grashopper, deine Mutter in diesem Leben. Saltamontes. Saltamontes, okay. Wenn es dir zu viel ist, nimm einfach deine Mutter in diesem Leben und stell dir vor, dass sie vielleicht in einem früheren Leben auch deine Mutter war. Das kannst du, oder? Das ist nicht schwer. Das Wort Pok bedeutet Schlussfolgerung hier. Ein Verb und das ist sehr ungewöhnlich. Bok bedeutet, wende deine Logik an, benutze deine Logik, aber nimm nicht alle Insekten und Wale und Elefanten, nimm einfach diese Mutter. Und sie war vorher deine Mutter. Schaffst du das? Ja, damit komme ich klar. Okay. Ich liebe den nächsten Satz und er bedeutet mir viel. Und wir werden mit diesem Satz abschließen. Diese Methode, über Marche zu meditieren. Was ist Marche? Ja, She bedeutet realisieren, dass jeder deine Mutter war. Okay, das Ganze, was ich dir in den letzten 2 Tagen beigebracht habe, darüber zu sehen, dass Leute deine Mutter waren, wird in den klassischen Lamrims nur kurz vorgestellt. Und er erwähnt 2 von ihnen. Delam, Weg zur Glückseligkeit, das, wenn du die erste von denen geschrieben wurde. Ich habe nicht aufgepasst. Egal, okay. Erster Panchayama. 1565 bis 1662, Panchen Lobsang Chukyi Gyeltsen. Das ist Teil der fortgeschrittenen Kurse in Diamond Mountain, der ACI, die ersten 3 dieser Lamrim. Und dann gibt es einen Kommentar. Es gibt einen Lamrim, der ist wie ein Kommentar darüber. Prabhupada Rinpoche sagt wie ein Kommentar darüber, von seiner Heiligkeit im 2. Panchen Lama. Und sein Name bedeutet, der Name heißt schneller Pfad, schneller Weg. Also sagt er, wenn du diese beiden klassischen Lamrims nimmst, dann wirst du diese ganzen Argumente nicht finden, die ich dir gegeben habe. Sie geben nur eine sehr kurze Präsentation, jeder bei deiner Mutter, ist logisch, und dann geht es weiter. Er fragt also, woher kommt diese Erklärung? Ich habe eine Menge Stunden damit verbracht, dies von meinem Lehrer zu lernen. Gawa Chepa bedeutet, ich habe mit den Hintern abgearbeitet, es war schwer. Das bedeutet, ich habe mit den Hintern abgearbeitet, das von meinen Lamas zu lernen, Jahr für Jahr für Jahr. Langjie bedeutet, das ist nur die Basis dieser Bemühungen. Die Präsentation, die du in den letzten beiden Sessions gehört hast, ist nur der Schatten oder der Hinweis auf die Tausenden von Stunden, die ich damit verbracht habe, dieses Zeug zu lernen und zu versuchen, diese Sachen zu verstehen. Das ist lediglich der Schatten der Anstrengung, die ich unternommen habe. Das heißt hier Anstrengung unternehmen. Und ich habe diese Präsentation geschrieben. Shapchedi bedeutet diese Präsentation oder diese Gliederung der Logik, wie viele Mütter du hattest. Ich habe es ausgeweitet, basierend auf den Tausenden von Stunden, die ich damit verbracht habe, es von großartigen Lehrern zu lernen. Und ich habe hart gearbeitet und ich biete es dir kostenlos an. Wenn du jemand bist, der seine buddhistische Praxis ziemlich beständig aufrechterhält, wenn du einer dieser Menschen bist, der seine Praxis verantwortungsvoll ausübt, okay, niemand ist perfekt, du machst dein 6-Mal-Buch vielleicht nicht, du meditierst, aber, oder du machst dein 6-Mal-Buch, oder du machst Yoga, aber du meditierst nicht, oder dann können wir schon alle Dinge tun. Aber er sagt hier, wenn du ein ziemlich beständiger Praktizierender bist,
Und diesen Spruch hier haben wir in der Abhidharma-Klasse besprochen, weil es auf einem Elefanten war. Und es bezog sich auf die 84.000 Anhäufungen des Dharma. Kur bedeutet eine Last, die du einem Tier aufbürdest. Manchmal ist die Anzahl der Teachings von Lord Buddha mehr als die Anzahl kleiner Bücher definiert, die man auf einen Elefanten laden könnte. Und die Größe dieses Gebäudes, zum Beispiel 84.000, wie auch immer. Bist du die Art von Person, die Verantwortung dafür übernehmen wird, diese Lehren am Leben zu erhalten? ALL Gold Club, ich weiß nicht, wie es in Mexiko heißt, Club Doro. Wirst du ein Mensch sein, der Verantwortung dafür übernimmt, dass diese Lehren auf diesem Planeten überleben? Werdet ihr all diesen Goldclubs, Jadeclubs, Clubclubs beitreten? Und wenn du die Art von Mensch bist, der eine anständige Praxis aufrechterhält, nicht perfekt, und wenn du die Art von Mensch bist, der sagt, ich werde sicherstellen, dass diese Lehren auf diesem Planeten fortbestehen, ich übernehme Verantwortung, ich werde Geld in Guadalajara sammeln. Es ist hart in Guadalajara, es ist nicht wie in New York. Also, ich übernehme Verantwortung, wenn du so jemand bist, Charlene, dann stelle ich es dir in Rechnung. Ich gebe dir die Verantwortung, dass diese Lehre nicht verloren gehen. Ich habe hart gearbeitet, um das von meinen Lehrern zu lernen. Und ich übergebe dir Verantwortung, dass diese Lehre über die Mütter nicht verloren geht auf der Welt. Das ist so schön. Er sagt, bitte, bitte, ich habe so hart gearbeitet und es verstehen, bitte bewahre es. Pass drauf auf. Dieser Lama wird gehen, jener Lama wird gehen, aber jede Generation muss sagen, okay, ich werde diese Mutterlogik bewahren. Ich werde der Mutterlogik-Wächter sein, der Goldclub von Guadalajara. Wird der Mutterlogik Wächter sein. Ich übernehme Verantwortung. Das ist eine große Sache. Es ist eine große Sache, wenn ihr es schafft, diese kostbare Lehre gut zu bewahren, weil, und ich mag das Bild, und wir können mit dem Bild abschließen, ein Bild des Pflegens, ich weiß nicht, ich und Pachi arbeiten in diesem Kohlenstoffbindungsprogramm. Hey, ich habe mich an das Wort erinnert. Und es ist eine große Sache. Es steht in allen Zeitungen. Plötzlich. Ich habe vorher nie das Wort Kohlenstoffbindung gesehen. Es ist überall. Können wir uns um diese Pflanzen kümmern, die dieses Wissen speichern? Das ist unsere Verantwortung. Und so fleht uns Pabonka Rinpoche an. Bitte kümmert euch darum. Bitte übernehmt Verantwortung dafür, dich um diese Mutterlogik-Lehre zu kümmern. Also ihr bitte übernehmt jedenfalls Verantwortung und wir sehen uns in der nächsten Klasse.